Ganz, ganz herzlich willkommen jetzt auch nochmal von mir so persönlich zu einem neuen Vlog von mir. Ich hatte heute mal vor, euch komplett, wirklich komplett, 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 komplett von Anfang bis Ende von einem Unitag so von mir mitzunehmen. Also jetzt komplett die ganzen 24 Stunden bis morgen früh, 7:30 Uhr. Seht ihr alles, was ich mache? Nicht alles, aber so gut wie alles. Alles, was relevant und interessant ist, was ich so mache. Und ja, ich bin sehr gespannt, wie euch das Ganze gefällt. Falls ihr das Ganze öfter haben möchtet, natürlich ist jetzt dieser Tag nicht zu 100% repräsentativ und natürlich ändert sich auch mal hier und da was in meinem Tagesablauf quasi. Aber so an sich bietet es, glaube ich, schon eine ganz gute Orientierung, wie so ein Tag in meinem Jura-Alltag im Moment so aussieht. Denn an alle, die mich nicht kennen oder vielleicht neu hier sind, hallo, freut mich, dass ihr eingeschaltet habt erstmal. Ich bin Sophie und ich studiere im Moment im sechsten Semester Jura an der Universität zu Köln. Und genau, auf meinem Kanal kommen ganz viele Vlogs, Alltagszeug und auch viel, was sich rund ums Thema Jurastudium dreht. Also falls euch das interessiert, falls euch Vlogs und Study-Content interessieren, dann abonniert doch gerne meinen Kanal. Und yes, heute, wir haben jetzt gerade 8:30 Uhr, geht es für mich in die Uni. Wie könnte es auch anders sein? Ich bin nämlich meistens immer von 9 Uhr bis 13:30 Uhr, 14 Uhr in der Uni. Dann essen wir meistens was, entweder in der Uni oder zu Hause. Und dann variiert mein Tag eigentlich immer mittwochs. Heute ist Mittwoch. Für mich zumindest habe ich meistens immer, also nicht meistens, eigentlich immer, immer von 15 Uhr bis 19 Uhr eine Vorlesung noch, und zwar privates Baurecht. Da stellt eine Kanzlei netterweise Räume zur Verfügung, wo wir uns das Ganze immer anhören können. Ansonsten kann man das halt auch als Livestream einfach machen. Also es wird generell immer gelivestreamt quasi nach Köln in die Kanzlei oder halt auch eben nach Köln an unseren Laptop, je nachdem, wo man es halt schauen möchte. Von der Uni Marburg aus, das ist nämlich ein Zusatzqualifikationszertifikat, was ich da mache, von der Uni Marburg. Und ich muss auch sagen, das gefällt mir echt richtig, richtig gut. Es ist zwar viel Extraarbeit, man schreibt halt drei Klausuren pro Semester mehr und muss halt ein Praktikum machen und eine Seminararbeit noch schreiben dafür. Also ja, viel Arbeit. Aber es macht auf jeden Fall Spaß und ich finde es auf jeden Fall sehr interessant. Deswegen nutze ich das auch. Denn ich kann mir auch vorstellen, eventuell später in dem Bereich zu arbeiten. Hat sie jetzt nicht gesagt. Doch hat sie. Ja, keine Ahnung, es gefällt mir irgendwie sehr. Und es macht natürlich auch Sinn, dass wenn man halt sowas hat, dass die Chancen natürlich auch höher sind, wenn man sich irgendwo bewirbt, dass man halt in diese Branche dann auch reingeschoben wird. Natürlich weiß ich jetzt nicht super bombastisch viel und bin jetzt nicht ausgebildet wie ein Anwalt, der sich auf Baurecht spezialisiert hat, aber verglichen zu anderen Studenten kriegt man da halt auf jeden Fall mehr schon von mit, als ich halt sonst von privatem Baurecht mitkriegen würde, wenn ich das halt quasi nicht machen würde. Deswegen, also ich mag es eigentlich echt ganz gerne und es klingt langweiliger, als es ist. Bin ich ehrlich, weil als ich das am Anfang gehört habe, war ich so, Baurecht, weil ich halt voll an dieses öffentliche Baurecht denken musste. Aber das ist wirklich was ganz anderes. Also das ist wirklich komplett nur Privatrecht, Werkvertragsrecht, vor allen Dingen Mängelrechte und halt all sowas. Also eigentlich echt ganz cool, vor allem weil es ja auch alles noch irgendwo auch Examenstoff ist. Deswegen Bürgschaften, halt all so ein Stuff. Genau, auf jeden Fall habe ich das heute noch. Und dann ist heute Abend von unserer Uni, von unserer Fachschaft, soweit ich weiß, genau, ein Sommerfest. Und da gehe ich heute Abend auch noch hin mit Freundinnen von mir. Das ist bestimmt super cool, weil da wird gegrillt und die machen immer Würstchen oder so, aber das esse ich nicht. Und dann haben sie noch eine vegetarische, vegane Option, und zwar mit so Gemüsespießen. Und ich war da letztes Jahr sogar auch schon. Und ich glaube, ich habe letztes Jahr sogar auch gevloggt. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine schon. Auf jeden Fall geht es ja dieses Semester auch wieder hin. Und yes, darauf freue ich mich auch schon. Das ist dann so ein bisschen meine Freizeit neben all dem Jurastress heute. Aber ja, was soll ich machen? Ich meine, bald ist die Klausurenphase. Also bei mir ist dieses Semester auch wirklich Dauerklausurenphase. Das Thema hatten wir ja schon. Und ich habe jetzt wieder die nächste Klausurenphase quasi. Also ich habe ja jetzt gerade meine Klausuren geschrieben. Das habt ihr ja auch in den letzten Videos so ein bisschen mitbekommen. Und jetzt geht es halt weiter ans Lernen für die nächsten Klausuren. Die schreibe ich dann Mitte Juli, also am 17., 18., 19. und
22., falls es irgendwen interessiert hat. Und genau, deswegen, ich mache mich jetzt auf jeden Fall los in die Uni und nehme euch natürlich dabei mit und ich würde sagen, let's go! Always running in circles, try to make up my mind. Should I ask you? I'm too scared to ask, but I'll probably ask you this time. It's been a couple of hours, a couple of days, trying to choose where I wanna take you and rehearsing what I'm gonna say. 'Cause I have been planning for quite a long while, been asking your friends how to best make you smile, and I don't wanna mess up like I always do. When I try to say this to you, can we dance in the moonlight? Hold hands if the mood's right. Make plans to the sunrise. Asleep tonight, I'll take you to the beach. Get our toes wet and leave after sunset. And I would do it all again, 'cause I don't want my day to end with. Boy, you're running in circles, you're always on my mind. Wondering when you will tell me that you really wanna be mine. Spent a couple of hours and a couple of days thinking that maybe I read the wrong signs and that you just don't feel the same way. 'Cause I have been waiting for quite a long time, impatiently giving you reasons to find the courage to say what you're wanting to do. I just wanna hear from you. Can we dance? So, hello, ich melde mich auch nochmal wieder. Wir haben jetzt 15 Uhr, beziehungsweise jetzt sogar schon 15.01 Uhr. Und ich sitze gerade wieder von meinem Laptop und habe jetzt privates Baurecht. Das kann man ja bei uns entweder vor Ort in der Kanzlei gucken oder hier, das hatte ich heute Morgen schon erklärt. Und ich habe mich heute dazu entschlossen, das von zu Hause aus zu machen, denn es ist wirklich so warm und ich weiß nicht, ich will gleich einfach nur kalt irgendwie duschen gehen und dann, keine Ahnung, das Ganze weiterhören. Hier habe ich halt auch mein Getränk eisgekühlt mit Eiswürfeln drin, also wirklich sehr Premium. Und ich habe hier sogar auch einen Mini-Ventilator stehen, den ich gleich anmachen kann. Und das ist auf jeden Fall auch sehr praktisch bei der Hitze. Und heute Abend wollte ich ja wahrscheinlich zum Sommerfest gehen mit Freunden. Und da bin ich halt von hier einfach schneller als halt dann von der Kanzlei aus. Und da muss ich auch von hier nicht meine ganzen Sachen mitschleppen, mein Laptop, mein iPad, sondern kann halt ohne alles einfach dahin gehen. Deswegen, ja, habe ich mich heute entschlossen, das von zu Hause aus zu gucken. Ich warte auch darauf, dass ich reingelassen werde. Also ich bin gerade im Wartebereich. Und dann geht's gleich los. Das Ganze geht bis 19 Uhr, also von 15 Uhr bis 19 Uhr, mit einer kleinen Pause dazwischen. Und meistens hat man auch das Glück, dass die Dozenten früher Schluss machen. Also die ziehen meistens nicht komplett bis 19 Uhr durch, aber das kommt immer darauf an, wer das ist, welcher Mensch das quasi hält. Und deswegen kann man das nicht so pauschal zu 100% sagen. Aber es ist schon doch der Regelfall, dass sie selber auch keine Lust haben, bei der Hitze so lange das Ganze durchzuziehen. Auf jeden Fall bin ich seit 14 Uhr zu Hause. Wie gesagt, wir haben jetzt 15 Uhr. Habt jetzt eine Stunde lang gekocht, gegessen, bisschen Trash-TV geguckt und ja, jetzt geht's halt wieder mit Uni weiter. Ich habe heute Morgen Verwaltungsprozessrecht gemacht und mir die ganzen Unterlagen zusammengesucht und angeguckt und muss dafür heute theoretisch gesehen auch noch was machen, weil ich hatte mir heute eigentlich noch mehr vorgenommen als das, was ich geschafft hatte. Aber ja, jetzt steht erstmal Baurecht an. Da werde ich dann auch jetzt gleich die ganze Zeit mittippen. Ich muss auch sagen, die machen das auch wirklich immer so, als wenn man bei diesem Zoom-Ding ist. Es ist nicht Zoom, aber es ist so ähnlich wie Zoom. Dann schreibt einem einer auch random eine Uhrzeit in den Chat und dann muss man der Person halt, also das ist halt jemand, der zu der Uni Marburg gehört und die wollen halt kontrollieren, dass man halt auch wirklich aktiv zuhört und nicht einfach abschaltet und irgendwas anderes macht. Auf jeden Fall schreiben die dann halt richtig random irgendeine Zahl da rein. Das ist meistens dann auch die Uhrzeit, einfach als Zahl. Aber das muss man halt genau halt dann sehen und den halt relativ zeitnah wieder zurückschicken. Und das Ganze machen die zweimal, halt einmal relativ am Anfang irgendwann in der ersten Hälfte und dann halt einmal in der zweiten Hälfte nach der Pause, um dann auch immer schön zu kontrollieren, dass man auch wirklich aufpasst. Ja, das hatte ich nämlich auch schon mal, dass ich das zu spät gesehen hatte und das war dann nicht so cool. Also ich habe es ja trotzdem zugehört, aber ich hatte das halt damals an meinem Laptop offen und hatte halt darüber halt Word offen, weil ich halt mitgetippt habe.
Und dann sehe ich ja nicht, wenn die da irgendwas in den Chat schreiben, wenn ich halt quasi einfach nach Diktat quasi, wenn ich halt quasi einfach nach Diktat quasi mäßig mir die Sachen abtippe. Deswegen heute mit dem iPad, dass ich das auch mitkriege. Und genau, also das ist jetzt erstmal mein Plan für die nächsten 4 Stunden. Yay. So, wir haben jetzt 19 Uhr, nach 19 Uhr, ich glaube 19 Uhr 10 oder so. Es ist so warm, also wirklich so, so warm. Ich gehe hier richtig ein. Ich habe mir jetzt auch was anderes angezogen und mache mich jetzt auf dem Weg zum Sommerfest. Meine Freundinnen wollten sich da schon um 19 Uhr treffen, aber bis dahin geht halt immer dieses Baurechtsding. Deswegen habe ich ihr schon gesagt, ich komme safe später. Das schaffe ich nicht. Und genau, jetzt kann ich mich auf jeden Fall auf den Weg machen. Ich bin sehr gespannt, wie es da noch ist, weil es hat offiziell schon um 18 Uhr angefangen. Es soll offiziell noch bis 22 Uhr gehen. Deswegen müssten da eigentlich auch noch Leute sein. Ich bin auch mal sehr gespannt, ob man da noch, also wie man da sonst noch so trifft, weil eigentlich kenne ich schon ein paar Leute auch aus unterschiedlichen Semestern, aber ich habe eigentlich von keinem gehört, dass der dahin geht. Außer von, also jetzt von meiner Freundesgruppe, mit der ich jetzt quasi dahin gehe. Deswegen bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich sollte mir noch die Zähne putzen, merke ich gerade, weil ich habe Zwiebeln gegessen eben. Genau, das werde ich jetzt schnell noch tun. Und dann würde ich auch schon sagen, mache ich mich auf den Weg und nehme euch natürlich dabei mit, wie versprochen. Und ich würde sagen, let's go. Just show it. This is mine. Yay! Juhu! So, wir haben gerade kurz nach 1 Uhr und ich gehe jetzt schlafen. Ich war heute mit meinen Freunden ja bei dem Sommerfest und irgendwie wussten wir nicht so ganz, was wir da sollen. Und sind dann nachher auf die Uniwiese gegangen und haben richtig, richtig schöne Gespräche geführt. Also es hat mich wirklich sehr, sehr krass gefreut, mit denen zu reden. Auch viel über die Jugend. Ich meine, man ist immer noch irgendwo jugendlich, aber halt so richtig über die Teenager-Zeit quasi. Und das war irgendwie so cool und so interessant, da nochmal mit anderen Leuten drüber zu reden, andere Sichtweisen zu hören, wie andere Jugenden quasi so waren. Macht das Sinn? Auf jeden Fall, mein Kopf ist gerade richtig Matsche. Ich gehe jetzt schlafen und melde mich morgen wieder. Und genau, gute Nacht.